Bankenkrise, Probleme bei Immobilien, das waren die Schlagzeilen, die Themen, mit denen wir uns in den letzten Tagen und Wochen beschäftigt haben. Aber es lohnt vielleicht auch mal der Blick auf die Ursache dieser Probleme. Wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass Banken in solche Schwierigkeiten geraten? Erstens, wie kommt es, dass Immobilien in den Preisentwicklungen so massiv gestiegen sind und jetzt abzustürzen drohen, weil die Zinsen steigen? Was ist da passiert? Und die Antwort, die kann ich vorweg schon sagen, das ist das Resultat einer grundfalschen Theorie von Notenbankern, einem theoretischen Konstrukt, das von Anfang bis Ende komplett falsch war. Dadurch aber, weil es falsch war, in reale Geldpolitik oder reale Geldpolitik maßgeblich bestimmt hat. Und die Folgen sehen wir heute, nämlich eine sehr hohe Inflation, die die Notenbanken zwang, die Zinsen anzuheben. Das wiederum bringt einige Banken in Schwierigkeiten und sorgt für Probleme bei Immobilien. Aber schauen wir uns diese Geschichte mal an. Das ist vielleicht der wichtigste Aufsatz, ein geldpolitischer Aufsatz der letzten Jahrzehnte, nämlich der vom ehemaligen Fed-Chef Ben Bernanke. Der heißt The Global Saving Glut and the US Current Account Deficit. Und Ben Bernanke argumentiert hier mit Demografie und sagt, ja, die Bevölkerung wird älter und tendenziell nimmt die Bevölkerung auch ab. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir latent deflationäre Zeiten vor uns haben. Warum? Weil die Alten, so sagt Bernanke, die sparen, die werden weniger Geld ausgeben. Dementsprechend müssen wir die Deflation bekämpfen und das können und müssen wir tun, indem wir die Zinsen senken oder, um die Wirtschaft zu unterstützen, Anleihen kaufen, Quantitative Easing betreiben. Und so kam es, und das ging eine Zeit lang gut, bis es nicht mehr gut ging. Und Flossbach von Storch hat das wunderbar herausgearbeitet, dass eben zu Beginn der 2000er Jahre nicht nur Ben Bernanke, sondern andere einflussreiche Ökonomen gesagt haben, naja, wir werden eine Sparschwemme erleben und dadurch negative Realzinsen erleben. Und aber das ganze Konstrukt war von Anfang bis Ende Quatsch, denn was machen alte Leute eigentlich, wenn sie jetzt einigermaßen über die Runden kommen? Die sparen doch nicht, wofür, auch wenn ich noch vielleicht eine durchschnittliche Lebenserwartung von 15 oder 15 Jahren habe, wofür will ich dann sparen, sondern dann lasse ich es mir gut gehen. Wenn ich es mir leisten kann, dann mache ich Kreuzfahrten und so weiter und so fort. Aber junge Menschen, die sparen tendenziell, die wollen vielleicht eine Familie gründen, wollen ein Haus kaufen, brauchen dafür Geld und legen das eher zurück. Also diese ganze Theorie war von Anfang an falsch. Und jetzt haben wir das Problem, dass sich jetzt gezeigt hat, wie falsch das ist, oder jetzt endgültig klar geworden ist, wie falsch das ist. Denn alte Leute, die konsumieren tendenziell mehr, wie gesagt, Kreuzfahrten und so weiter und so fort. Es macht für sie keinen Sinn, wirklich zu sparen, während junge Menschen fehlen jetzt aufgrund der Demografie. Das heißt, wir haben latent einen Mangel in westlichen Gesellschaften an Arbeitskräften, vor allem an qualifizierten Arbeitskräften. Diejenigen, die dann arbeiten, die können sich aufgrund der bevölkerungspolitischen oder Bevölkerungspyramide eben auch leisten, höhere Löhne durchzusetzen. Also die Alten konsumieren mehr, dadurch mehr Nachfrage, dadurch mehr Inflation. Und die Jungen, die können höhere Löhne fordern. Auch das ist inflationär und so kommt eins zum anderen. Und diejenigen, die das Ganze, die den ganzen Mist faktisch erzählt haben, die haben jetzt reagieren müssen. Diese ganze Geschichte von Ben Bernanke ist die Grundtheorie eigentlich der letzten 20 Jahre innerhalb der Fed gewesen. Wir haben letztendlich eine deflationäre Situation. Deswegen haben Paul und andere lange gesagt, ja, diese Inflation, die ist transitory, die wird vorbeigehen, weil doch die Grundstrukturen letztendlich deflationär sind aufgrund der Alterung der Gesellschaft. Das Gegenteil ist der Fall. Also mussten die Notenbanken dann auf die Bremse treten, haben die Zinsen ganz schnell angehoben. Das bringt jetzt Immobilienpreise unter Druck, die vorher durch Nullzinsen eine Blase erlebt hatten, einerseits, und es bringt Banken unter Druck, die in Zeiten der Nullzinsen Staatsanleihen gekauft haben, von Regulatoren gewollt und gefördert, zu Kursen, die natürlich bei Nullzinsen astronomisch waren. Hohe Anleihekurse heißt niedrige Renditen, und in Zeiten der Nullzinsen waren die Renditen ja teilweise sogar in Europa negativ. Aber wenn dann die Zinsen steigen, dann steigen auch die Renditen, weil die Investoren sich sagen, naja, ich brauche einen Ausgleich, ich kriege ja hier Zinsen.
Wenn ich eine Staatsanleihe kaufe, dann will ich auch Zinsen haben. Also fielen die Anleihekurse. Die schlummern in unrealisierten Verlusten jetzt in den Bilanzen der Banken. Und weil jetzt die Menschen aufgrund der Zinssituation, vor allem in den USA, wieder eine Alternative haben und Smartphones haben, mit der sie mal mit zwei Federstrichen im Prinzip Geld woanders hin transportieren können, waren diese Banken konfrontiert mit Mittelabflüssen, sodass sie wie die Silicon Valley Bank gezwungen waren, diese unrealisierten Verluste in der Bilanz dann auch zu realisieren, das heißt zu verkaufen, diese Anleihen mit großen Verlusten. Und so ist nicht nur die Silicon Valley Bank pleite gegangen, sondern auch die Signature Bank pleite gegangen. Und das ist im Grunde eine Struktur, die viele Banken haben in den USA, also nicht wirklich ein Einzelfall. Aber Flossbach von Storch hat das wunderbar rausgearbeitet, wie ich finde. Hier sehen wir mal diese Mittelabflüsse von den Banken in den USA. Und hier sehen wir, wo es hingegangen ist, eben in Geldmarktfonds. Das heißt, man kriegte da 4,5% der Zinsen etwa. Wer zum Beispiel ein Konto bei JP Morgan eröffnet, der kriegt 0,1% Zins. Und man wirbt sogar auf der Internetseite von JP Morgan damit, ja, bevorzugte Kunden bekommen 0,2% Zins. Aber ist das attraktiv? Nö, da sage ich mir doch, naja, dann lege ich doch das Geld mit 4,5% an, vielleicht mit einer Laufzeit von 6 Monaten, schwamm drüber. Genau das ist passiert, deswegen haben wir diese Mittelabflüsse gesehen, die die Banken dann teilweise gezwungen haben, Anleihen zu verkaufen. Und die gesamte Wall Street ist von dieser Bankenkrise kalt erwischt worden. Das hat kein Analyst kommen sehen, vor allem hat keiner drauf reagiert und hat gesagt, okay, das könnte das und das vielleicht bedeuten für den S&P 500 oder für die Gewinnsituation der Unternehmen. Also das kam scheinbar aus dem Nichts, weil niemand irgendwie sich mal diese Theorien angeschaut hat von Ben Bernanke und Co. und gesagt hat, da stimmt was nicht, da ist vielleicht auch etwas falsch, aber wir haben natürlich keine Bankenkrise, sondern ein Sentiment Contagion, eine Sentiment-Ansteckung, die wir hier in diesem Chart nochmal sehen. Money Market Funds, also die Geldmarktfonds, die waren die ganz, ganz großen Profiteure. Und ein anderes Problem in den USA ist vor allem, es gibt eine Schwemme von Banken. Die Amerikaner haben über 4000 Banken. Es gibt kein Land, das auch nur annähernd so viele Banken in Relation zur Bevölkerung hat. Kanada zum Beispiel hat weniger Banken als das nicht wirklich geradezu überbevölkerte North Dakota, dieser Bundesstaat in den USA. Das muss man sich mal vorstellen. Also kann man sagen, die sind ein bisschen overbanked. Und ein wichtiger Player in diesem Bereich ist Charles Schwab, die ja gleichzeitig Broker sind und gleichzeitig Bank sind. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben im Prinzip ein bisschen umgebucht. Normalerweise hat man ja 2 Accounts als Bank oder 2 verschiedene Bereiche. Einmal diese Anleihen, die man kauft oder gekauft hat, die man praktisch bis zum Ende der Laufzeit hält, bis zur Maturity, und ein anderes Account, wo man eben diese Anleihen auch wieder verkaufen kann. Also hat man jetzt schnell die Verluste versteckt und hat sie in dieses Konto Held to Maturity reingebucht, also soll praktisch bis zur Fälligkeit gehalten werden. Und hat gleichzeitig die Gelder, die man bei den Brokerkonten, wo die Kunden praktisch Brokerkonten eröffnet haben, hat man genommen, sie in die Bank transferiert und damit Staatsanleihen gekauft, respektive auf weiter steigende Renditen bei Staatsanleihen gewettet. Dann kam aber die Bankenkrise, die Renditen kollabierten. Charles Schwab war plötzlich massiv unter Druck, weil man auf der falschen Seite des Trades gewesen ist. Und noch ist nicht klar, wie groß die Probleme bei Charles Schwab sind. Und das wäre dann schon etwas anderes als etwas Silicon Valley Bank oder solche, naja, eher mittelgroßen Banken. Charles Schwab ist da eine ganz andere Hausnummer. Und jetzt ist die Frage, was kann man dagegen tun? Die einzige wirkliche Chance ist, du musst diesen Zinswettbewerb abschaffen. Dann haben auch diese zahlreichen regionalen Banken, mittelgroßen Banken wieder eine Chance zu überleben. Und die Frage ist aber, geht das angesichts der Inflation? Cramer sagt ja, also wenn jetzt wirklich eine Pause kommt durch die Fed, dann werden wir eine gigantische Rallye an den Märkten sehen. Das sollte einen schon mal per se misstrauisch machen, was der gute Mann da sagt. Und hier sehen wir mal, dass meistens, wenn die Fed die Zinsen senkt, sogar die Aktienmärkte deutlich fallen, weil die sich die Frage stellen, hups, das hat ja einen Grund, warum die Zinsen gesenkt werden. Derzeit hofft man auf diese Zinssenkung, fragt aber nicht nach dem Grund dieser Zinssenkung, die vielleicht da auf uns zukommen wird, zumindest von der US-Notenbank Fed.
Und hier sehen wir mal, dass historisch gesehen es so ist, dass wenn die Fed beginnt, die Zinsen zu senken, die Aktienmärkte fallen, aber dann ein Jahr später deutlich höher stehen. Das heißt, wenn die Notenbanken dann umsteuern und die Zinsen wieder senken, dann ahnt man, dass das gute Gründe hat, dass da wirklich was im Argen ist, aber dann kommt diese Liquidität in den Markt und man kann wieder alte Partys feiern. Dann steigen die Märkte. Zuletzt war das der Fall, dass die Märkte sogar 50% gestiegen sind. Und wann senken die Notenbanken die Zinsen? Normalerweise dann, wenn die Arbeitslosenquote über der Inflation liegt. Das ist auch so ein Grundprinzip, so ein Grundmuster, was man etwa bei der Fed immer wieder sieht. Und jedes Mal, wenn die Zinsen über der 10-jährigen Anleiherendite liegen, was ja derzeit der Fall ist, die 10-jährige Anleiherendite in den USA etwa 3,6%, die Zinsen bei 5%, dann sehen wir in der Folge Arbeitslosigkeit steigen, weil eben etwas im Argen ist. Und in den ersten Monaten einer steigenden Arbeitslosigkeit performen Aktien, wie Game of Trades hier zeigt, normalerweise schlecht. Das wird dann immer besser, man gewöhnt sich dran, man ist zunächst mal unsicher, was kommt da auf uns zu. Und normalerweise ist es dann so, dass es besser wird. Wenn wir jetzt nochmal zu Immobilien kommen, hier sehen wir mal die Office REITs Share Prices, also praktisch die Aktien von Immobilienfirmen, wenn man so will. Da hatten wir scharfe Rückgänge dieser Aktienkurse, etwa in Corona, hier orange, und hier sehen wir dann dunkelblau die Finanzkrise und wir sehen hellblau das, was aktuell passiert. Wir haben also ziemlich scharfe Rückgänge in diesem Bereich. Kein Wunder, weil eben viele dieser Immobilien an Wert verloren haben, A, durch den Zinsanstieg, Refinanzierungskosten sind höher geworden. Gleichzeitig die Auslastung der Gebäude viel schlechter geworden. Und das betrifft jetzt auch den ohnehin zuletzt gebeutelten norwegischen Staatsfonds, den größten professionellen Anleger der Welt, wenn man so will. Die haben immerhin 14,6% an Vonovia. Und die sind ja sehr, sehr stark abgeschmiert in letzter Zeit. Haben heute mal wieder zugelegt. Aber das ist sozusagen so ein Muster. Der norwegische Staatsfonds war super gut drauf, als eben die Zinsen bei Null waren. Aber auch jetzt ist eine Notenbank, die ähnlich agiert wie die Schweizer Notenbank, nämlich Aktien kauft, plötzlich unter Druck. Und jetzt kommen die Bärenrufe, nachdem der Schaden schon so groß ist, etwa hier jetzt auch durch JP Morgan. Gestern hat der Citigroup gewarnt, dass sich die Aktien von Immobilienkonzernen weiter noch halbieren könnten. Die Frage ist jetzt aber, wie geht es mit der Inflation weiter? Wir haben am Freitag ja die PCE-Verbraucherpreise, auf die Fed ja besonders achtet, also Personal Consumption Expenditure, und jetzt haben in den letzten Tagen die Analysten ihre Erwartung deutlich nach oben genommen. Wir sehen ja, dass die Renditen latent wieder steigen, was aber etwa Tech-Aktien nicht daran hindert, auch zu steigen. Normalerweise gibt es da eine gegenläufige Korrelation, also ihre steigende Renditen war schlecht für Tech und fallende Renditen gut für Tech, diesmal scheinbar nicht. Wir sehen, dass jetzt der Technologiesektor im S&P 500 so stark sich entfernt hat vom S&P Gesamt wie seit Juni 2020 nicht mehr, und ein Posterchild geradezu für diese Entwicklung ist Nvidia, die mit dem zu 150% bewertet ist im Vergleich zu anderen Nasdaq 100 Werten, und das sind ja schon große Werte. Da ist ein KGV, das praktisch kurz unter Mond etwa zu finden ist. Reicht ja, wenn man irgendwie mal KI sagt oder Artificial Intelligence. Hier sehen wir mal Nasdaq Advanced, die Kleinlinie, so schlecht wie schon seit Jahren nicht mehr. Nasdaq gestiegen, aber es sind nicht so wahnsinnig viele Aktien, die steigen, sondern die Dickfische, die stark marktkapitalisierten Aktien, die dadurch die Indizes nach oben treiben. Ein Profiteur davon auch der Elono, der jetzt mit anderen mal vorgeschlagen hat, ach wisst ihr, lasst uns doch mal keine Updates machen für ChatGPT. Denn da liegt manches im Argen, das scheint uns aus dem Ruder zu laufen. So hat zum Beispiel Microsofts künstliche Intelligenzmaschine kürzlich User direkt bedroht, nachdem diese User versucht haben, die Suchmaschine oder diese Antwortmaschine genauer gesagt zu provozieren. Also wir sehen, das könnte eine gewisse Eigendynamik haben. Und Eigendynamik, wenn wir nach Europa kommen, ist auch das Thema unserer großartigen Koalition. Die Zeit sagt ja, das sei
ein Sieg der FDP. Scholz hätte sich sozusagen vor allem der FDP angenähert. Und Scholz hat ja auch dann heute gesagt, also niemand muss sich sorgen, wenn seine Heizung kaputt geht. Mein Kollege Claudio Kummerfeld sagt, vielleicht kann sich Scholz schon bald nicht mehr an diese Zusage erinnern. Er hat ja manchmal Gedächtnislücken, gerade wenn es um Banken geht wie Warburg, meine Damen und Herren. Das ist eine interessante Perspektive. Jedenfalls, wenn man ja die Mautgebühren erhöhen, sind viele ausländische LKWs natürlich am Start. Aber das auf jeden Fall wird bedeuten, dass Lebensmittel teurer werden, wenn die Logistiker dann praktisch diese gestiegenen Preise an die Konsumenten weitergeben. Und das wird passieren. Auch das also wieder inflationär. Aber Chefvolkswirt Lane, der Ire, sagt, naja, also wenn jetzt der Stress nicht ausartet im Bankensystem, werden wir so ganz entspannt die Zinsen weiter anheben. Aber so sagt Lane, ich gehe davon aus, dass die Inflation jetzt deutlich nach unten geht. Da bin ich mal gespannt. Das ist gleichzeitig die erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Wie sich die EZB die ganze Geschichte jetzt vorstellt, steht ja vor der Frage. Was tun? Sollen wir Zinsen weiter anheben oder erstmal gucken, wie diese ganze Bankengeschichte sich weiterentwickelt? Und pessimistisch, zumindest spätestens für 2024, ist mein Kollege André Stagge in einem Interview bei René Will Rendite. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, sehr, sehr sehenswert mit sehr coolen Grafiken. Also zwei Artikelempfehlungen und ich sage jetzt Servus und Ciao.